sehr interessant bei Stefanin ist tatsächlich diese: Wir kommen nicht mit der Lösung und sagen, liebe Kunde, so werden wir zusammenarbeiten, so läuft das, weil wir die Spezialisten sind. Wir sind tatsächlich, ja. Es ist sehr wichtig auch, dass man die Kundenbedürfnisse versteht. Einerseits von der Sprache natürlich, ja. Klar, jeder spricht Englisch, aber wenn man der Muttersprache spricht, das erleichtert das Ganze natürlich noch so. Aber dass man es auch technologisch versteht, ja. Aber das bedeutet nicht, dass wenn wir eine Lösung zu einem Kunden bringen, dass die beste Lösung für den Kunden ist. Und das kommt auch zurück zu der Flexibilität, die wir haben. Tatsächlich, dass wir diese eine Lösung zusammen mit dem Kunden für diese eine Kunde dann zusammen bauen. Ja. Dann nehmen wir uns genügend Zeit für unsere Kunden, dass wir verstehen, was diese Anforderungen eigentlich sind, ja, und was der Hintergrund dieser Anforderungen sind. Nur damit sind wir in der Lage, hier das Projekt erfolgreich zu gestalten und zu realisieren. Deutschland ist sehr unterschiedlich von anderen Ländern in Europa, weil tatsächlich hier so viel Familienunternehmen gibt. Das ist eigentlich ja dieses Positive, was die Stefanin ausmacht, unternehmerische Denkweise und unternehmerisches Handeln an den Tag zu setzen. Für uns ist das wichtig, weil eine Familie, Unternehmer, so wie Stefanini, die haben immer sehr langfristig Strategie. Und das ist, wo wir als Gruppe auch haben. Und wir können nur uns entwickeln, zusammen mit unseren Kunden und Partnern. Damit sind wir sehr erfolgreich. Und das macht eigentlich den Erfolg des Unternehmens maßgeblich mit aus.